Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute wieder ein Unboxing-Video für euch und zwar von der Goodie Box. Das hier ist die Februar Welcome Box. Das heißt, ich stelle euch das Ganze so vor, wie ihr es bekommt, wenn ihr es als Welcome Box auch kauft bzw. abonniert. Die Goodie Box ist eine Box, die immer zwischen 5 bis 7 Produkte beinhaltet. Sie hat immer mindestens einen Warenwert von 70 Euro, hat Haircare, Skincare und Make-up enthalten. Und ich durfte euch auch schon die Januar-Box vorstellen, denn Goodie Box hat mir das Ganze zur Verfügung gestellt. Also auch diese Box hier habe ich von Goodie Box bekommen. Ich werde euch den Link in die Infobox packen, denn ihr könnt das, was ihr jetzt hier gleich sehen werdet, für 9,95 € statt 19,95 € bekommen, was die Goodie Box sonst regulär im Abo im Monat kostet. Und wir schauen heute rein. Ich freue mich darüber. Ich mag auch gerne diese Schubladen, weil sie super, super robust sind. Ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, ich habe mich sehr darüber gefreut. Und ja, das ist ja so ziemlich mit auch eine meiner Lieblingsfarben, deswegen passt mir das jetzt auch sehr gut. Ich bin schon gespannt auf die Märzbox, weil der März ist ja mein Geburtstagsmonat. Ich habe also ziemlich auf den Tag genau jetzt in einem Monat Geburtstag und freue mich natürlich, bin gespannt, was mich dort erwarten wird. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Alle Infos sind nochmal in der Infobox und auch der Link, wo ihr dann auch direkt 9,95 € nur für diese Box hier bezahlt. Ich hoffe natürlich wie immer als erstes, dass es euch allen gut geht und falls es nicht so sein sollte, schicke ich euch ganz viel Liebe. Ja, ich mache als erstes einmal die Schublade auf. Ich hatte beim letzten Mal auch schon so viel Spaß. Ups. Das ist der Blick in die Box. Ich weiß, was das Geschenk ist, weil ich das schon gesehen habe. Und ich werde das eben einmal hier herauswühlen. Ich glaube, das müsste dann das sein. Genau, hier ist es nämlich. Bei dem Rest habe ich nämlich versucht, das so weit wie es geht zu überfliegen, weil ich mich auch immer noch ein bisschen überraschen lassen möchte. Die Box hat dieses Mal einen Wert von 131 Euro. Und das ist das Willkommensgeschenk, was ihr diesen Monat bekommt. Letzten Monat war es eine Lidschattenpalette und dieses Mal ist es ein Lippenöl von Comme Deux. Ist das das Lip Oil in der ganz normalen Variante. Also ich glaube, das gibt es auch noch in getönter Form. Das ist eben jetzt dieses Rosenlippenöl, meine ich. Genau, so sieht das aus. Einfach in transparent, ohne einer bestimmten Tönung oder so. Ich liebe ja Lippenöle, deswegen freue ich mich sehr darauf, das dann auch auszuprobieren. Das ist für mich einfach so mein Go-To-Look. Wenn ich glossy Lippen haben will im Alltag, ist tatsächlich immer ein Lippenöl und nicht wirklich ein Lipgloss. Und ich mag halt auch diese transparenten sehr, sehr gerne. Und wir machen weiter mit dem ersten Produkt, mit dem ich mich überraschen lassen möchte. Es ist sehr, sehr schlicht gehalten. Es ist von der Marke Marie Stella Marie oder Maris. Ein Body Scrub. Ach, ist die Nummer 12. Es gibt bestimmt dann wahrscheinlich mehrere Nummern von der Marke. Es ist ein Body Scrub mit 97% natürlichen Inhaltsstoffen und ist auch vegan. Das ist mir auch beim letzten Mal aufgefallen, dass alle Produkte vegan waren, die ich in der Goodie Box rausgesucht habe. Finde ich toll. Es sind 50 ml auch enthalten. Bei den 5 bis 7 Produkten bei der Goodie Box ist es eben auch so, dass mindestens 2 immer eine Full-Size-Größe sind. Und das scheint mir doch sehr eine Full-Size-Größe zu sein. Und womit ist denn eigentlich dieses Body Scrub? Es steht nicht drauf. Es interessiert mich voll, wie das riecht. Frisch und blumig. Sehr angenehm. Ich mag ja sonst auch gerne so was, was so kräuterig und so riecht. Aber es riecht sehr blumig, frisch. Ja, weiter geht's. Oh, ist das süß. Da werden sich, glaube ich, auch viele drüber freuen. Scent of the Day Handcream von Tony Moly. Und da sind einfach so kleine französische Bulldoggen drauf. Es ist halt eine Handcreme. Make your day so cozy. Handcream as cozy as a warm blanket in winter. Oh, ist das süß. So niedlich. Ich finde es auch mega, mega süß, ne? Ich weiß genau, für wen ich das beiseite legen werde, denn meine Wimpernfee, bei der ich immer mein Wimpernlifting machen lasse, aber ich möchte jetzt erstmal eine Pause machen für ein paar Monate. Also es ist nichts passiert mit meinen Wimpern oder so, aber trotzdem einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen. Und sie hat nämlich eine französische Bulldogge, soweit ich das weiß. Und ja, da wird sie sich bestimmt drüber freuen, wenn ich ihr das mitbringe. Auch wenn es ein bisschen dauert, bis wir uns wiedersehen. Aber ja, dann weiter geht's mit... Oh, das ist aber ein, das ist aber ein riesiges Produkt. Ach, das sieht aus wie so ein Radiergummi.
Und es ist der Original Make-Up Eraser. Wow. Und hier steht sogar drauf, dass es insgesamt genauso lange hält, wie man 3600 Abschminktücher benutzt. Also ich benutze ja auch immer genau sowas. Deswegen, ich finde, man kann davon halt auch nie genug haben. Ich liebe diese Reinigungsteile. Es ist riesig. Und sowas gibt es ja auch von allen möglichen Marken. Und das ist halt dann hier quasi das Original. Einfach nur dieser Make-up-Entferner, also ein Make-up-Entferner-Tuch zum Abschminken. Ich mag halt, dass es wirklich super, super weich ist. Also ich habe auch andere, die sehr weich sind, aber das ist hier schon wirklich sehr weich. Und man kann damit halt total toll, gerade auch um die Augen herum, ganz vorsichtig mit Öl Make-up abnehmen. Das mag ich nämlich sehr gerne, gerade so diese sehr weichen Produkte für um die Augen rum. Für mein restliches Gesicht, da kann ich jetzt auch mit so weniger weichen Abschminktüchern sehr gut zurechtkommen. Auf meine Augen mag ich sowas sehr gerne. Das finde ich cool. So, dann haben wir Matte Masky Sleep Repair Nourishing Mask. Repairing, Hydrating, Soothing, Protecting. Ohne Parfüm ist das Ganze. Ich benutze solche, ich weiß nicht, da steht ja immer Maske drauf, ne? Ich habe noch nie so eine Overnight-Maske benutzt, aber ist das im Prinzip sowas, was dann irgendwie festtrocknet, oder ist es etwas super, super Pflegendes, was man im Prinzip, dass es so reichhaltig ist, dass es lange braucht zum Einwirken? Das habe ich mich schon immer gefragt, weil ich das an sich gut finde, wenn das etwas ist, was einzieht, aber was ich nicht gut finde, ist, wenn etwas über Nacht auf meinem Gesicht draufbleiben würde und dann mit dem Kissen und so, das geht gar nicht. Also schreibt mir das sehr gerne. Ist nämlich eine sehr teure Marke und ja, würde ich ansonsten ausprobieren, aber wenn das sowas ist, was man so aufträgt und dann bleibt das so drauf, das wäre nichts für mich, dann würde ich es weitergeben. Könnt mir da sehr gerne helfen. Das nächste Produkt, was mir in die Hände gefallen ist, ist etwas von Bella Pierre, und zwar ein Mineral Blush in der Farbe Amaretto. Ja, auch sehr hübsch natürlich, aber ich benutze halt keine losen Blushes. Ich benutze auch keine Blush Pearls, ich benutze keine losen Highlighter. Das ist einfach nicht das, wie ich gerne Produkt nutze. Das ist natürlich super, super individuell. So könnt ihr die Farbe noch ein bisschen besser sehen. Also es ist so ein schönes Altrosé. Werde ich aber verschlossen lassen und werde ich dann einfach weitergeben an meine Mädels. Und das letzte Produkt in der Box ist wieder ein wundervoller Pinsel. Oh, da freue ich mich aber drüber. Beim letzten Mal war auch ein Pinsel von Nire dabei und der hat mir richtig gut gefallen. Also ich habe den auch schon benutzt. Und das ist ja hier meine Lieblingsart von Pinsel, die jetzt hier dabei ist, ne? Ein Blush and Bronzer Brush. Finde ich toll. Ich liebe diese angeschrägten, kleineren Pinsel, mit denen man halt hier so schön arbeiten kann. Also ich liebe das. Und vor allem ist der auch so, der ist schön weich, dass man auch gut einen Liquid Blusher oder einen Cream Blusher oder Cream Bronzer, was auch immer ihr wollt, damit gut einarbeiten kann. Also manchmal, wenn das zu fest ist bei so Liquid-Produkten, habe ich das Gefühl, dass man dann eher vielleicht auch wieder abnimmt, was unten drunter ist, und mit so einem weicheren Pinsel kann man auf eine Base, die dann schon vorhanden ist, alles richtig schön einarbeiten. Ich liebe diese Pinsel. Finde ich, kann man auch nie genug haben. Und ist halt auch vegan, die Marke. Und ja, sehr, sehr schön. Darüber freue ich mich. Ich finde, eine sehr schöne Zusammenstellung am Boxen. Wir haben Make-up. Vor allem haben wir wieder einen Blush und einen Pinsel für das Blush. Dann haben wir etwas für die Lippen. Wir haben etwas für die Hände. Wir haben etwas für den Körper. Dann wieder, um das Make-up abzunehmen und um das Gesicht zu pflegen. Also wir haben das volle Programm. Ich finde wieder die Mischung sehr, sehr schön. Und wie gesagt, über meinen Link bekommt ihr die Box für 9,95 € als Welcome-Box. Und ich verlinke euch alles in der Infobox, wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video ganz, ganz bald wieder. Tschüss!